Listen up, Eddie. It's time to get out there and nail that bastard. War dogs? Yeah! Ursache der Gewalt. These freaks call themselves the War Dogs. Real dickless, gung-ho losers. You're gonna have to tool up if you're gonna make it. Take it slow and see what you can take from these guys. Ja, wir haben diesen Typen mit der roten Kappe da, diesen Soldaten da schon oft gesehen. Ich weiß ja, wer er ist und er will uns unbedingt töten. Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, was wir ihm getan haben. Und das ist echt kacke, wenn der Typ hier reingeht. Wir müssen uns nämlich hier... Oh, das war jetzt knapp, ey. Penn hat uns beinahe gesehen. Locken wir ihn mal her. Na komm her. Du bist der Terrorist, okay? Du kriegst den Namen Terrorist von mir. Oh, das war knapp. Den Typen können wir anders exekutieren. Da können wir uns anschleichen, aber leider, der andere Typ ist leider falsch gegangen. Du bist Terrorist Nummer 2. War ja klar, dass er so kommt. Irgendwie ist es wie Holzhacken. Hier hätten wir Sprun. Das ist eine Limonade, die gibt's auch in GTA. Ja, komm, halt die Fresse. Dann hätten wir hier Medizin. Aber da können wir noch nicht, das können wir noch nicht nehmen. Weil wir cool sind und noch keinen Schaden genommen haben. Jetzt kommt einer. Den locken wir mal her. Der hat uns gesehen. Das war nicht so gut, dass der uns gesehen hat. Der hat uns noch immer gesehen. Jetzt nicht mehr. Du bist Schutzweste, okay? Du bist kugelsichere Weste. Gelb von mir. Na komm schon. Flieg endlich ab, du Kopf. Nice, Cash. Nice. Nur am Holzhacken, der Cash. Nur am Holzhacken. Bist du dafür belohnt irgendwie oder so? Just quit the shit. Let's do this thing.
Und jetzt dreh dich um. Du bist Rambo, okay? Du bist Rambo. So. Mann, wie lange braucht der Typ mit einer Machete, um jemanden den Kopf abzuhacken? So. Kurzer Schnitt. So, bin auch wieder hier. Hab mal schnell Skype beendet, dass die uns nicht staunend stören. Komm her. Du wirst jetzt sterben. Rambo. Rambo, du bist wieder Rambo. Da ist nochmal Rambo. Ist ja cool. Rambo, du wirst jetzt sterben. Und zwar auf... Rot. So. Bams, Kopf weg. Ja, wir haben gesehen, dass da hinten eine komische Tür war mit Ding. Ja, komische Tür mit Ding. Echt cool, echt gut gesagt. Komische Tür mit Ding. Mit so einem, was man nur mit Brechstange aufmachen kann. There are some doors over the other side of this location that will get your sorry hide out of here. Ja, ist ja gut, ich hab schon verstanden. Wir müssen jetzt irgendwo was finden. So, du darfst herkommen. Oh, da kommen zwei. Ah, der dreht sich um. Das ist gut. Du kriegst, ja. Gelb. So. Du bist, Sniper. Du bist der Sniper. Ich möchte deinen Kopf haben. So, ich möchte deine... Oh, das war nicht so gut, mich hier zu verstecken. Ah, da hätten wir wieder den kleinen Terroristen, der was auf Weiß sterben wird. Denn ich habe irgendwie... Oh, what the fuck? Wieso hat der mich gesehen? So, du kleiner Penner, das hast du jetzt davon. Ja, genau, ich bin ein Doktor. Aber da hinten war noch einer. Na, wieder so einer, ein Typ. Komm her. Alter, gib mal die Blätter aus dem Gesicht, kleiner Penner. Weißt du was? Du kriegst jetzt aufs Maul. Come on, just want some action. Mann, Cash, nur weil er Blätter im Gesicht hat, ist er kein Baum. Du musst ihn nicht zerhacken. Na komm her. Komm her, du Penner. Ah, da haben wir zwei gesehen. Und wieder ein Baum und einen Terroristen. Genau, du bist nicht der Sniper, du bist der Baum, weil der Cash zerhackt die Typen hier. Alter. So, Leute. Ja, mir ist ja gerade ein Fehler passiert. Das Spiel ist abgestürzt. Wobei nicht mir der Fehler passiert ist. Ich habe versucht, den Schauplatz wieder so hinzubiegen, dass wie er war. Ich habe da wieder eine Leiche platziert. Es ist zwar nicht die gleiche, weil vorhin war es so ein Blättermann, aber ich habe ihn wieder bis hierher gespielt. Und ja, ich habe immer noch zwei Gegner übrig gelassen. Ich hätte die Leichtigkeit auf Leichtigkeit töten können, aber das habe ich nicht getan. Weil zwei Gegner waren ja generell noch da und die wollte ich mit euch töten. So, es kommt da einer.
Ich weiß ganz genau, einen kann ich töten. So. Ich werde das natürlich so zusammenschneiden, dass ihr den Absturz nicht bemerkt. Da sieht er uns noch, der kleine. So, komm her, Blattmann. So, du kriegst gelb. So, jetzt hätten wir alle down gekriegt. Ja, beim Spielabsturz ist das Spiel dann stecken geblieben. Wo ich dann gesagt habe, what the fuck oder so, was soll die Scheiße oder so irgendwas, habe ich dann gesagt. Und dann ist das Spiel abgestürzt. Und ja. Where did I hide that crowbar? Think. Sorry, Cash. This is a grisly situation. Ja, und damit hat er auch schon den Tipp gegeben, Grizzly Situation, da steppt der Bär. Wir müssen ins Grizzly-Gehege. Schaut der zu mir? So. Den musste ich so töten, weil. Wie heißt's? Wenn ich den auf normal getötet hätte. Und jetzt ist er hinten frei. Dann wäre der immer wieder zurückgelaufen. Der wäre immer wieder zurückgelaufen. Man hat nicht so viel Zeit. Nur während er orange ist und nach einem sucht, kann man sich die Brechstange klauen. Man kann es auch ganz schnell machen. Ist aber gefährlich, weil dann rennt er dir hinterher und versucht sich zu zerstückeln. Und wir haben ja am Anfang noch so etwas gesehen. Da werden wir jetzt schnell hin sprinten. Werden uns das Ding da drin holen, was da zu holen gibt. Wenn es auch nur Medizin ist oder vielleicht eine kleine Waffe. Doink. Und hier hätten sind wir schon. Oh, ich kann schon da durchsehen. Es ist eine abgesägte Schrotflinte mit 3 Schuss. Was wir aber nicht lange haben werden, denn ja. Ich mag diese Schrotflinte nicht, die muss man immer so oft nachladen. Und ja. Das ist mir noch nie passiert, dass Manhunt abgekackt ist, aber ja, was soll man tun? Was willst du tun? Mann, ich hasse diesen Typen. Ich kann den zum Tod nicht ausstehen. Er geht mir so auf die Eier. Oh hell, that wasn't in the script. Honest Cash, they're making it up as they go along, I swear. So. Oh, wobei speichern. Nee, müssen wir nicht unbedingt. Es ist gefährlich, auf Kies zu gehen. Oh, what the fuck, der hat mich gesehen. Aber jetzt ist es wesentlich leichter. I've got him covered. Hands up, guys. Snake in the grass. AWOL. Das war jetzt knapp. So, ich muss den Ja-Typen auch sehen. Du kriegst rot. Weil du mich gesehen hast. Wir müssen aufpassen mit dem gesehen werden. Ah, hier oben ist der Typ. Der zielt auf irgendwas.
possible contact over here. Na, der kommt jetzt her. We got a situation over here. Ich mag die Machete als Waffe nicht, die Exekution dauert zu lange. Und wir hätten hier wieder mal einen Baum. Nein, 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 du brauchst nicht schauen, du siehst mich nicht. Du kriegst Geld. Den Typen kann man leicht auf Rot töten, was ich auch machen werde. Oder, nee, ich werde meine Schrottmunition für ihn verschwenden. Ich schleiche mich hinter ihn an. So. Und schieße ihm die Birne weg. Oh, what the fuck, verpiss dich! Damit wir die Schrot, dass wir die... Na, du kommst jetzt her, Mann. Du hast mich schon so genervt. Du hast mich auch so weggenatzt. Oh, du kriegst weiß jetzt. Hoffentlich verreckst du daran. Warum ich das Gewehr ausgetauscht habe, werdet ihr im zweiten Kapitel sehen. Also im nächsten. Denn da werden wir dieses Gewehr ganz bestimmt brauchen. Denn ich weiß, dass das nächste Kapitel echt schwer ist. Way out. Ja, ich hab's mir gedacht. Bei meiner ersten Aufnahme. So. Der wollte sich gerade umdrehen. Ja, genau, come on. Sag ich auch, come on. Dein Freund liegt hier drinnen, falls du ihn suchst. To an Alpha Bravo. Let's rush the bastard. Means nothing to me. Ja, du brauchst nicht tippen, ob er tot ist, der ist tot. Ich glaube, in der ersten Aufnahme habe ich erwähnt, ich habe gar nicht gewusst, dass man mit einer Brechstange die Schädeldecke so einschlagen kann. Aber naja, alles ist möglich. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Ich will noch schauen, was hier oben ist. Und zwar Medicine, falls ihr Schäden bekommen habt. So, und damit wäre das Kapitel auch beendet. Das Gewehr hat 6 Schuss und ist ein Snipergewehr. Ihr werdet bald erfahren, was das für ein Gewehr ist. So. Szene abgeschlossen. Zeitbonus erreicht. 18 Minuten 14. Jäger ausgeschaltet einen, Jäger exekutiert 16. Wer war der eine Gegner? Achso, mit der Schrotflinte, ja. Stilpunkte Fetisch 3, Endpunktzahl 4. Ich habe keine Ahnung, wie man den 5. Stern bekommt, ist mir auch eigentlich egal. Und ja, ich sage danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Freunde.